dass ich nicht lache. Die Liste vom Nikolaus. Die kleine Nadja Bonn wünscht sich einen neuen Staubsauger. Zäh. Wofür ein Staubsauger? Ich kann doch mit der Hand putzen. Streichen wir. Ach, guck mal da. Ah, okay. Yvonne. Yvonne hat auch sich was gewünscht. Ach, guck mal hier. Und nein, selbst der Antoine hat Wünsche. Das gibt's ja überhaupt nicht. Zit, 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 zit. Oh. Hallo Kinders. Ja, willkommen zum Nikolaustag. Und auch am Nikolaustag haben wir natürlich einen leckeren Dremp für euch im Adventskalender versteckt. Und was das im Einzelnen ist, das zeige ich euch jetzt. Nadja Bonnenstaubsauger. Okay, was habe ich euch mitgebracht? Ich habe euch mitgebracht den ältesten Whisky des diesjährigen Adventskalenders. Und zwar von Meadowside Blend. Den Excalibur 48 Jahre Vintage 1973 mit 40,3 Volumenprozent. Und das Spannende bei dem Whisky, das steht hier. Nämlich ein Blend von Kleinlich, Deloane, Macduff, Tinninnig und Invergordon. Es stehen auch ein paar Tasting Notes dabei. Ich habe vorhin mal so spaßhalber ein bisschen gezählt. Aber wir haben hier noch ein paar Zusatzinformationen, die will ich euch auch nicht vorenthalten. Distilled 1973, abgefüllt 2022, 48 Jahre alt. Der Fasstyp ist ein Refill Sherry Butt mit der Fassnummer, und die kann ich so rum nicht lesen, 40997. Und es hat 531 Flaschen weltweit gegeben. Und ich habe auf unserer Auflösungsliste gesehen, da habe ich, naja, zumindest mal den ersten kleinen Fauxpas in unserer Liste gehabt. Nämlich hinter den Whisky habe ich einen Preis geschrieben und hinter alle anderen nicht. Und den Preis hatte ich mir notiert, damit ich am Ende des Jahres, wenn ich den Kalender durchkalkuliere, nicht zu wenig oder zu viel in den Kalender gepackt habe, dass es wirtschaftlich passt und dass auch ihr möglichst viel Spaß habt. Und ich muss gestehen, ich habe es vorhin gar nicht mehr nachgeprüft. Ich gehe mal davon aus, dass er 317,90 Euro bei uns gekostet hat, der Whisky. Und ja, ich bin ganz gespannt, ob Alter sich hier auch mal richtig präsentiert. Also von der Farbe muss ich sagen, die Farbe ist schon mal richtig schick. Und mein erster Gedanke ist Rumrosine. So ein bisschen Honiggebäck, Baklava-mäßig. Und Staubsauger, das gibt's gar nicht. Anderes Thema. Jetzt sind die, ich habe das 1920er Blendersglas genommen. Und die 1920 Blendersgläser haben für mich einen, also die haben, nein, anders. Ich fange erstmal mit dem Positiven an. Diese Gläser intensivieren das Aroma regelrecht. Also wenn man einen Whisky richtig in seiner Tiefe erahnen, erriechen möchte, dann ist das für mich das perfekte Glas. Das Glas hat einen Nachteil. Das Glas transportiert für mich den vorhandenen Alkohol sehr, sehr, sehr stark. Das heißt, in dem Glas eine Fassstärke zu verkosten, ist, ich behaupte, für Newbies überhaupt nicht möglich und für Fortgeschrittene durchaus eine Herausforderung. Und diese 40,3 Volumenprozent, den Alkohol, den nehme ich durchaus wahr. Ich hätte gedacht, wenn ich den Whisky heute für euch verkoste, dann wird er regelrecht likörartig sein. Aber ich merke, dass wir uns hier mit einem hochvolumigen Produkt beschäftigen. Aber diese Mischung aus Baklava, Backpflaume, Honig, einer ganz leichten Würzigkeit, die ist wunderbar. Ich habe durchaus die Invergordon Grain Note mit dabei. Also das heißt, es kommt auch so ein bisschen Popcorn, Mäusespeck, so in diese Richtung. Also die Süße, die für mich so klassisch für die meisten älteren Grains ist, die ist auch auf jeden Fall da.
Wenn ihr das Video seht und den Kalender habt und den Whisky noch nicht eingeschenkt habt, mein Tipp an euch, gebt dem Whisky mindestens eine halbe Stunde Zeit. Er wird es euch danken. Er will atmen, er will Sauerstoff haben. Ich habe den Whisky auch deutlich früher eingeschenkt. Und nichtsdestotrotz muss ich mich ein klein bisschen bei der Verkostung beeilen, weil ich habe mir ja dieses rote Mützelchen angezogen und ich merke jetzt schon, dass es darunter so richtig schön warm wird. Und ja, Wärme tut ihm richtig gut. Ich merke, wie der sich immer weiter öffnet. Der wird immer, ja, der wird einfach rumrosinig. Der wird so schön süffig süß. Ihr wisst das. Ich mag das ausgesprochen gerne, wenn es fruchtig süß wird. So, jetzt habe ich extra vorher nicht geguckt. Jetzt bin ich mal gespannt, was sie geschrieben haben, was man denn riechen kann. Aroma. Rum, Suaked Resins, Toffee und Vanilla. So, subtile Würze, Christmas Cake. Na, das klingt ja schon mal super. Mal schauen, ob wir den haben. Sherry und Turkish Delight. Ach, schau mal an, türkisches Gebäck. Lag ich ja gar nicht so weit weg. Finish very smooth and creamy with syrup, plums and sugared almonds. Okay. Wollen wir doch mal schauen. Der riecht so gut, ich habe überhaupt keine Lust, den zu trinken. Aber was tut man nicht alles für euch, ne? Auf euch. Okay. Am Gaumen ist der Whisky. Da kommt er. Am Gaumen ist der Whisky super mild und weich, wie schon geschrieben, smooth and creamy. Die Rosine kommt auch hier ganz stark durch. Es kommt das türkische Gebäck, das Baklava, was ich in der Nase hatte, ist da. Der Grain-Anteil, also wenn ich raten müsste, ich würde bestimmt lügen gestraft, wenn jetzt jemand von den Jungs hier sitzen würde und mir genau sagen würde, wie die genaue Zusammenstellung ist. Aber ich finde, dass der Invergordon-Anteil schon spürbar raussticht. Ich hätte blind hier auf einen Grain Whisky getippt. Dass es jetzt ein Blended Malt ist, tut für mich qualitativ erstmal keinen Abstrich machen. Wäre ich auf Kleinlich, wäre ich auf Deloraine, wäre ich auf Tinnenick oder McDuff gekommen? Nein, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, ich hätte mich festgelegt und wäre irgendwo in der Region der Grain Whiskys unterwegs gewesen. Aber das Ganze ist so ölig, so gefällig, so anschmiegsam. Und ja, auch das, was ich mir natürlich erhofft habe. Es hat den schönen Oldschool-Charakter der vergangenen Jahrzehnte. Und in dem Sinne glaube ich einfach, dass das ein Whisky ist, den man auch nicht mehr jeden Tag an irgendeiner Ecke zu kriegen hat. Es wird immer schwieriger, solche Whiskys mal probieren zu können. Und so kann ich ganz klar von meiner Seite aus sagen, während der Nikolaus vielleicht gleich nochmal so ein bisschen studiert, was seine Lieben sich denn so alle zu Weihnachten wünschen, der Nikolaus hat sich zumindest in Form von Marco heute selber ein Geschenk gemacht und durfte den Whisky für euch verkosten. Ich finde ihn super schön lecker, ich finde ihn komplex, ich finde ihn würzig und honiglastig zugleich. Er hat diese schöne Oldschool-Note. Ich bin nicht bei der Kirchenholzbank, sondern eher wieder beim staubigen Buchrücken. Er hätte für mich ein ganz klein bisschen mehr Intensität auf der Speiseröhre haben dürfen, aber der Geschmack, der am Gaumen da bleibt, ist für diese 40,3 Volumenprozent wirklich richtig lang intensiv. Da können sich jede Menge Fassstärken eine Scheibe von abschneiden, wie lange der jetzt noch dieses schöne Nachschmecken hat. Und ich glaube, es stand irgendwo auch gezuckerte Mandeln. Jetzt beim Nachschmecken habe ich die Mandel. Ob ich sie als gebrannte Mandel wahrgenommen hätte, weiß ich nicht. Aber ich hätte sie auf jeden Fall nicht als Bittermandel wahrgenommen. Und von daher glaube ich, ist das ein außergewöhnlich gutes
sechstes Türchen in unserem Adventskalender. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß damit, wie ich das habe. Und ja, was soll ich sagen? Wird der Nikolaus halt mal nach Staubsaugern Ausschau halten, ne? Ich wünsche euch was. Macht's gut. Bis morgen. Tschüss.